Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt auf Instagram mir Nachrichten geschrieben, was für Videos ihr sehen möchtet oder was euch interessiert, über welche Themen ich mal Videos machen soll. Das erste war das Full Day of Eating und das zweite ist jetzt. Ganz wichtig, es geht um das Thema Burnout und ich bin kein Experte für Burnout. Ich habe mal gesagt bekommen von einem Arzt, dass ich das hätte und ich habe aber reflektiert, so woran das letztendlich gelegen hat und diese Erfahrung möchte ich mit euch teilen. Erstmal ganz kurz zu der Story. Ich habe eine Zeit lang dual studiert und habe eine Zeit in einem Fitnessstudio gearbeitet, ganz normale Vollzeitstelle und habe parallel noch so wenige freiberufliche Jobs gemacht, aber nicht mehr so der Hauptfokus, weil du halt einfach 40 Stunden in dem Fitnessstudio bist. Mir ging es schlechter und schlechter. Ich habe immer mehr abgebaut und hatte dann Magenprobleme und hin und her. Und dann war ich irgendwann beim Arzt und dann wieder beim Arzt, immer wieder beim Arzt. Und der hat halt irgendwann gesagt, so Daniel, du musst dich mal entscheiden, was du jetzt machst. Und meine Entscheidung war dann, das Studium aufzuhören und den Job zu kündigen. Was ich daraus gelernt habe, ist, die Frage, die ich auf Instagram bekommen habe, ist, wie kann man Burnout bekämpfen mit Sport? Meiner Meinung nach fast gar nicht. Also du kannst natürlich mit Sport sein Wohlbefinden steigern, ja, und deinen Serotoninwert nach oben schnellen lassen und Dopamin und Glückshormone und hin und her. Das geht auf jeden Fall mit Sport und du kannst auf jeden Fall mit Sport dein Wohlbefinden steigern. Sei es jetzt dadurch, dass du ein besseres Selbstbewusstsein bekommst, weil du besser aussiehst oder dass du mehr Ausdauer hast und einfach, wenn du die Treppen hochgehst, nicht mehr aus der Puste bist. Aber ich glaube nicht, dass du damit ein Burnout-Problem lösen kannst. Weil meiner Meinung nach, ja, wie gesagt, ich betone nochmal, bin kein Psychologe, ich bin da kein Experte für, aber meiner Meinung nach kriegen Menschen Burnout, die zu lange das tun, was sie gar nicht wollen. Das heißt, sagen wir mal, du hast deinen Job, so wie ich damals, und ich will das eigentlich gar nicht machen. Ich habe einfach nur nach der Schule geglaubt und nach der Ausbildung, oh, ich muss direkt weiter den nächsten Schritt und Sicherheit und ich muss studieren und dies und das, aber nein, du musst das nicht. Ich wollte das gar nicht machen und dann habe ich damit aufgehört und mir ging es besser. Und meiner Meinung nach, wenn du Probleme hast mit Burnout oder du glaubst, du hast Burnout, dann würde ich den Tipp geben, hinterfrag mal ein bisschen deine aktuelle Lage. Das heißt, wie sieht das bei dir aus? Machst du gerade wirklich das, was du möchtest oder tust du zu oft Dinge, die eigentlich gegen dich sind? Und machst du zu viele Dinge, die du eigentlich gar nicht möchtest? Und ich glaube, da liegt das größere Problem. Wenn du dann natürlich mit Sport das Ganze ein bisschen kompensieren kannst, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe mich dann auf Sport fokussiert und dies und das und abgelenkt, aber das funktioniert nicht auf Dauer. Du kannst nicht zu lange und immer über Jahre lang hinweg kannst du nicht gegen dich handeln. Da geht es dir einfach irgendwann schlecht. Außer du findest dich einfach ab. Also es gibt ja eh nur drei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst, du veränderst oder du verlässt eine Situation. So kannst du es ändern. Mehr kannst du nicht machen. Du hast nur diese drei Möglichkeiten. Akzeptieren, verlassen oder verändern. Und ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ja, ich denke, du kannst lange deinen Burnout kompensieren mit Sport, aber der Ursprung liegt meiner Meinung nach woanders. Und deswegen würde ich dir raten, geh mal in dich, hinterfrag, was tust du gerade und tust du vielleicht zu viele Dinge, die gegen dich selber sprechen und die du eigentlich gar nicht tun möchtest und geht es dir vielleicht deswegen schlecht? Ja.
das war meine Meinung zu dem Thema. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, also was ihr denkt. Kann man Burnout mit Sport bekämpfen oder liegt da auch vielleicht eure Meinung nach der Grund woanders? Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mir gerne Kommentare und Fragen auf Instagram oder auch hier drunter. Ich beantworte die mega gerne. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und bis dahin. Ciao.